Mein Name ist Michael Kampatscher, ich bin der Geschäftsführer von der Versuchsstelle Hagerbach. Ein Thema, was uns natürlich sehr beschäftigt, ist auch die Digitalisierung der unterirdischen Baustelle, wie man möglichst gute Daten sammeln kann und daraus auch noch intelligente Daten macht, um daraus einen Nutzen zu stiften für alle am Bau Beteiligten. Herzlich willkommen hier im Versuchsstollen Hagerbach zur Eröffnung des Tunnel Digitalisierungscenters. Mit der Eröffnung des Digitalisationszentrums hier im Versuchsstollen Hagerbach eröffnet sich für uns die Möglichkeit, ein neues Geschäftsmodell aufzuziehen. Anstelle von Realdaten, zum Beispiel hier am Hand einer normalen Fluchtschiebetüre, sind wir neu in der Lage, Daten zu erfassen und in die Zukunft schauen, zu ermitteln, welche Verfügbarkeit diese Systeme haben. Damit kann ich nicht nur die Restlebensdauer des Systems vorhersagen, wir können damit auch die Wartungskosten signifikant reduzieren. Digitalisierung ist für uns die Umwandlung von analogen Werte in digitale Formate mit dem Zweck der Weiterverarbeitung. Und das ist heute für alle Bereiche, egal ob das jetzt personelle sind oder wirtschaftliche, gesellschaftliche Informationen. Und natürlich ist, was wir hier zeigen im Scout Center, das Thema VR und AR ein sehr guter, einfacher Zugang zu diesen Daten. Digitale Zwillinge im Infrastrukturbau sind vor allem wichtig dafür, dass wir die Eigenschaften, die Funktionalität und die Geometrie von diesen Bauwerken reflektieren können. Wir beteiligen uns am Digitalisierungscenter im Versuchsstollen Hagerbach, weil wir hier die fast einmalige Gelegenheit haben, in einem realen Tunnel den digitalen Zwilling eben dieses Tunnels zu testen und zu zeigen. Und zwar nicht nur die Automatisierung, sondern auch das Zusammenspiel der einzelnen Gewerke in einem Tunnel. So können wir unsere Modelle anpassen, korrigieren und zukünftige Applikationen und Use Cases am realen Objekt testen. Wie auch Scout glauben auch wir, dass im Untergrund noch viele Geschäftsmöglichkeiten liegen. Projekte wie Underground Farming oder eine Untergrund-Data-Center bieten auch für Digital Industries neue Geschäftsmöglichkeiten. Und hier wollen wir gleich zu Beginn von Anfang an mit dabei sein und die digitale Zukunft im Untergrund mitgestalten.